Wenn's so ist, dann kommen Sie mal bitte mit. Herr Bundesversicherer, Sie sollten hier nicht hin. Ich bin Pole und möchte was klauen. Ah, dann willkommen im Land. In Polen darf man nichts kaufen. Illegal. Du hast was gekauft. Wir ziehen dich vor Gericht. Könnt ihr gleich denn kurz schlafen gehen? Ah, danke schön, ich bin gerade runtergesprungen. Warum sagst du denn Dankeschön? Naja, weil ich mich bedanke. Danke, ich wollte einen Selbstmordversuch machen, aber danke, ja. Danke, dass du mich da mal abgehalten hast. Baut man nochmal einen Trichter? Du brauchst 5 Eisen, also links Achso. 2 Eisen, rechts 2 Eisen, unten ein Eisen und in die Mitte eine Kiste. Achso, gut, das habe ich nicht ganz gewusst. Ja, super. Nicht ganz gewusst. Ich muss mir dieses Rezeptbuch runterladen. Also diesen Mod. Diese Mod. Gibt's dafür echt einen Mod? Das ist für Ja. Noobs. Cool. Na, ich kenne aber ein paar Rezepte nicht. Ich kann Also ich alle kenne die meisten. auswendig. Die meisten Du Rezepte hast jetzt kennst sowas du. wie hier auswendig. Ich meine, Rezepte, die man nicht verwendet, kennt man auch nicht. Doch, Jan. Mich schon. Du hast auch kein Leben. Bestiege. Ich nicht. Ich auch nicht. Ja, Max, du wolltest es. Okay, jetzt lege ich auch. Okay, Jan, Jan, gehst du leg bitte dich auf? bitte hin. Oh. Oh, warum? So, ich werde wegen Spam gekickt werden? Aber hier geht's ja nicht. Doch, hier geht's auch. Fuck. Hier geht's auch. Das ist doch ein normaler Server. Trotzdem. Das ist ja voll lieb. Kann man das eigentlich auch ausstellen? Ich liebe. Ich auch. Ich auch. Liegst du auch, Jan? Ja. Cool. Ja. Ja. Liegst du? Liegst du? Liegst du? Warum schlafen wir nicht? Weil es Tag ist. Ach, jetzt bei mir hat gerade mein Internet wieder ein bisschen rumgespackt. Aber noch Nachtarbeit. Da lag ich noch im Bett. So. Super, super, super. Und dahin. Dann die Kisten da rein. Gut, jetzt brauche ich noch einen Trichter und dann muss das funktionieren. Ja, genau, jetzt schreibt mir noch was in dem ROM-Hacking Club. Soll ich auch noch was schreiben? Aber du bist ja nicht drin. Aber du bist raus. Ich würde sagen. Du bist raus, Pascal. Ich würde sagen, warum bist du hier ein, du Homo? Weil ich es darf. Nein, du darfst gar nichts Aber ich außer habe einen Baum Wasser. als Freund. Oh, das ändert die Sache Ja. ganz. So, jetzt die automatische Hühnerfarm. Die war ja ganz leicht zu bauen erstmal. Ja, ich baue sie noch anders automatisch gerade. Aber wie macht man, ach so, man muss da. Hä, wie macht man denn, dass alle Items in eine Kiste reinkommen? Das weiß ich nicht ganz. Du musst die Trichter so platzieren, dass die Nippel, die sie unten haben, jeweils an den nächsten Trichter bzw. die Kiste gelangen. Nippel. Okay. Das kann ich nicht ernst, du lachst nicht wirklich über Nippel. Hast du mir jetzt wirklich gelacht? Ja. Nein. Bist inkompetent. Nee, inkom. Inkompetente lachen über sowas. Nee. Achso, Du du bist müsstest ja inkompetent? mitlachen. Nee, ich bin nicht inkompetent. Doch, bist du. Ich jetzt. Ich habe einen sehr überzeugenden Zeugen. Oh mein Gott. Doppel, oh mein Gott. Ja, dreimal. Oh mein Gott. Verlässt du mit den Raum? Das war ernst gemeint. Ich muss noch so ein kleines Lagerhaus bauen. Ach so, für mich, ja, dass ich schlafen kann. Nee, für mich nicht. Ich nehme keine Penner bei mir zu Hause. Mann, nur.
Warum? Weil du stinkst. Warum? So. Dann gucken wir, ob die Nippel richtig zeigen. Oh, die Nippel, oh, die sind, oh, ey, die Nippel, die zeigen, oh, die. Extrem, wa? Nee, nicht extrem. Doch extrem, ich weiß so. Ich Was weiß, was extrem der ist. macht. So. Dann muss hier die Kiste hin. Okay. Nein, der Trichter muss nochmal umgebaut werden. So, perfekt. Und ist ja die Hühnerfarm schon mal extrem leicht zu bauen. Generell ist alles leicht, wenn man weiß, wie es geht. Ja, gut, muss ja nicht gleich so ausrasten. Deine Mom? Dein Dad. Meine Oma. Stimmt. Ach komm, sterbt. Zerstört. Aber das ist ja so normal in deiner Familie. Ich muss bald noch wieder Holz farmen gehen. Ich habe so wenig Holz. Dann irgendwie. In der Aufnahme, es kommt mir so vor, als hätte ich diese Aufnahme längst geschafft. Ja. Warum denn? Ich fast müsste du mein sein. Ruhig. Ach ja, und dann, ich weiß, welche automatische Hühnerfarm du bauen willst. Habe ich, ich habe dieses Tutorial gesehen, das du dir angeguckt hast. Denkst du, das will ich nachbauen? Denkst du, das will ich nachbauen? Keine Ahnung, hätte doch Ruhig. sein können. Bist halt inkompetent. Ist Schau klar. mir an. Ja, was ist los? Denkst du, das will ich nachbauen? Du, jetzt wissen alle, wie Janne mal ausrastet. Jeder hat's gehört, jeder hat's gehört. Selbst meine Mom. Wie interessiert, ob deine Mama etwas hört? Weil sie unser Abonnent ist. Ach so, ja. Unser einziger? Ach Gott, wir haben noch voll viele. Ja, aber das sind noch alles Fake-Accounts. Weiß davon nichts. Hey, du hast doch alle gegründet. Ich weiß davon nichts. Würdest du jetzt die Zuschauer etwa anlügen? Ach so, du willst die. Ah, okay, nein, wir haben keine Fake-Accounts. Nein. Genau. Nein. Vielleicht drei, aber ansonsten keine. Wow, das ist doch wunderschön hier alles. Nur schön. Ich könnte mal wieder was tun hier. Ich meine, es ist Aufnahme, ich habe Hunger. Zum Standardritual. Jetzt müsste langsam alles funktionieren mit der Hühner. Nur noch schnell da vorne eine Kiste platzieren. Ich kann Holz nehmen. Eins, zwei, drei.
Und ach komm, ich mal bei dir. Axt. Kann man sich ja mal leisten, wenn man so fame ist wie ich. Scheiße, ich habe mir die Spitzhacke gemacht. Hier kommt einfach in die Kiste rein. Hier. Ach ja, ich besitze so viel Kompetenz. Meinst du die, die ich nicht habe? Ja. So, dann komme ich am besten hier runter. Ach, ich bin einen Weg nach unten gebaut. Ich glaube, wenn die Zuschauer dann mir zugucken, ist es Hütten-Time. Ja, vielleicht kannst du Wird aufnehmen. er Ja, auch ich. rauf? Noch nicht. Hey, Pascal, weißt du nicht, was wir. Doch, müsst ihr eigentlich wissen, oder? Natürlich, dass wir nach 50 Folgen wechseln. Warum sagst du denn, kannst du ja aufnehmen? Naja, du hast jetzt gesagt, jetzt. Oder meinst du nicht jetzt? Ich hab nicht jetzt, Hä? ich hab gesagt, wenn ich aufnehme. Achso, ja, war ich bei einer Aufgabe. Woher wissen wir eigentlich genau, wann die 50. ist? Einfach mal nachgucken, wann die 50. ist. Naja, wenn wir mal so 4 Stunden aufnehmen. Überleg mal, wie viele Stunden in 4 Stunden rauskommen, wie viele Folgen. Überleg mal, wenn ich die mache. 16 kommen da raus. Wenn nicht, schneide ich die so zurecht. Also nach dieser Session wird es sein. Und danach müssen wir mal ein bisschen aufpassen mit der Zeit. So geht es nicht. Er kann ja noch ins Strip-Mine gehen. Richtig extrem. Jo. Könnte er jetzt auch. Mach ich aber Aber nicht. er Also möchte die Zuschauer nicht langweilen. ich will dann Also bauen, ich. wenn ich die Kamera habe, sozusagen. Also ich werde immer so weiterspielen, wie ich jetzt auch mache. Immer das, was ich gerade brauche, machen. Ich meine, wenn man aufnimmt, das heißt es jetzt nicht gerade die Pflicht, einfach schlechter als die anderen zu sein, sag ich mal. Aber Außer keine 48 Stunden streamen. ich werde schon versuchen, mir genug Diamanten und so und alles so weiter im Voraus zu holen, aber jetzt zum Beispiel Stein und so werde ich mir trotzdem mal noch holen müssen. Ja. Da werden die Zuschauer nichts gegen haben. Oder Hans? Auch wenn, scheiß drauf. So, jetzt. Gregor? Natürlich nicht, so sind wir ja nicht. Nee. Okay, Funktioniert. Ja, für Selbstgespräche. Oh, Pascal, du Ja. bist aufgestiegen. Ja, ey, du hörst es? Ich hab's nicht gehört, also. Weißt du, wo ich bin? Unter der Erde und dann noch ein bisschen weiter weg von Sound dir. ist aus, ich hör's von dir aus. Du bist bei mir? Jan, schlägst du ihn oder ich? Oder zusammen? Was ist los? Ich hab verstanden, Wir schlägst du Pascal das. zusammenstellen. Ich hab verstanden, schlägst du das Huhn zusammen oder wir beide? Ja, so kann man es auch nennen. Oder wir schlagen gar keinen zusammen. Doch. Nö. Was? Creeper! Wah! Ich will nicht wieder ein Loch vor meinem Haus haben. Ich bin gerade bei Jan. Naja, trotzdem. Für den ist ja nichts Neues. Der spielt doch das mal mit Creeper an. Pascal, es war einmal, wie oft willst du dieses Argument eigentlich noch bringen? Weiß ich nicht. Da muss ich den Jan mal in Schutz nehmen. Ein netter Junge. Immer. Eine netter Junge? Ich habe ein netter Junge gesagt. Du musst ihn so reden lassen, er ist doch inkompetent.
Wer ist hier kompetent? Du nicht. Voilà.